Rund 15% der Flüchtlinge in Deutschland haben in ihrer Heimat studiert. Weitere 16% ein Gymnasium besucht. Das hat eine Befragung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ergeben. Viele von ihnen könnten also auch in Deutschland studieren, wenn es da nicht teils große Hürden zu überwinden gäbe. Die meisten Hochschulen und Universitäten bieten Anlaufstellen für die Flüchtlinge, bei denen sie sich über ihre Möglichkeiten informieren können. So auch die Technische Hochschule Deggendorf. Wenn zum Beispiel jemand hier sein komplettes Studium absolvieren möchte, dann benötigt er normalerweise die Hochschulzugangsberechtigung. Das heißt, er sollte einen abiturähnlichen Abschluss in seinem Heimatland haben. Und das ist teilweise eine Hürde für Asylbewerber. Deshalb gibt es noch die Möglichkeit, als Austauschstudent hierher zu kommen. Da sind die Voraussetzungen nicht so streng. Man muss nicht seine Zeugnisse vorlegen, um zu beweisen, welchen Hochschulabschluss man hat, sondern wir im International Office entscheiden, ob derjenige ausreichend qualifiziert ist. Anschließend haben die Flüchtlinge auch die Möglichkeit, ein reguläres Studium zu beginnen. Neben allen angebotenen Studiengängen können Sie an der THD auch zweimal wöchentlich Deutschkurse besuchen. Derzeit studieren hier 17 Flüchtlinge. Ich persönlich habe das Gefühl, dass sie sich sehr interessieren für die deutsche Kultur, für die bayerische Kultur auch und sehr interessiert daran sind, sich zu integrieren und andere Studierende kennenzulernen. Und also bisher haben wir sehr gute Rückmeldungen bekommen, auch sind sie sehr dankbar dafür, dass sie die Möglichkeit haben und auch freuen sich, Deutsch zu lernen. Also ich denke, es geht ihnen sehr gut hier. Auch die Hochschule Landshut hat ein Integrationsprojekt ins Leben gerufen, bei dem die Integration und der interkulturelle Austausch von Flüchtlingen im Vordergrund steht. Seit Anfang Oktober können sie dort auch Vorlesungen besuchen. So wie der 24-jährige Mohammad Karata aus Syrien. Er lebt seit 1,5 Jahren in Deutschland und verfügt bereits über gute Deutschkenntnisse. Ja, ich habe zuerst 4 Monate nur Englisch gesprochen. Danach habe ich entschieden, nicht mehr Englisch, los mit dem Englisch. Ich muss Deutsch lernen, Deutsch reden und sprechen. Und ja, ich habe angefangen zu lernen und in die Schule zu gehen. In seiner Heimat Syrien hat er sein wissenschaftliches Abitur erworben und 2 Semester an der Uni absolviert. Aufgrund des Krieges ist er aus dem Land geflohen. Im Moment besucht er ein Probesemester. Er ist dankbar für die Hilfsbereitschaft der Deutschen. Ich denke, es ist alles, was ich wünsche, dass mein Heimatland wieder sicher und wieder heil ist. Und ich bleibe hier in Deutschland wie möglich. Es ist hier meine zweite Heimat. Deutschland hat mir viel geholfen und wegen Deutschland jetzt kann ich weiter studieren. In Ägypten konnte ich hatte keine Chance, dass ich mein Studium abschließen kann. Mohammad möchte Mechatronikingenieur werden. Neben ihm studieren noch 16 weitere Flüchtlinge in Landshut. Dabei unterscheiden sich die Lernmethoden nicht von denen der Deutschen. Wir haben ganz bewusst gesagt, wir wollen integrieren und die Integration vorantreiben. Deswegen sind die natürlich bei uns in den normalen Vorlesungen. Sie sollen in einem ersten Semester mal eine Orientierung bekommen, wie in Deutschland Lehre abläuft. Für das kommende Semester wird an den Hochschulen bereits geplant und vorbereitet, damit weitere Asylbewerber unterrichtet werden können. Denn ein Studium gibt jungen Flüchtlingen die Chance, in der Gemeinschaft integriert zu werden. Und damit fällt der Start in der neuen Heimat sicherlich ein bisschen leichter.